Jojo, meine Leute, herzlich willkommen zu einem neuen weiteren Let's Play von OMSI 2, den Omnibus Simulator. Heute sind wir unterwegs mit den MAN NL3310G in Tettau Version 2021. Wir sagen, schwingen wir uns rein, schmeißen die Bude an und dann geht's auch schon direkt los. So, Abfahrt haben wir schon. Noch ein bisschen Vorratsdruck aufbauen hier. Ich stehe noch ein bisschen schräg. Genau. Mal ein bisschen Gas hier. Was gibt's zu erzählen? Wir sind jetzt bei 250 Abonnenten. Das freut mich auf jeden Fall sehr. Sehr cool. Dafür auch ein großes Dankeschön natürlich. Und ja, gut, würde ich sagen, fahren wir los hier. Ja, wie man sehen, die Linie ist ganz kurz nur. Sind das 4-5 Haltestellen. Ja. Also insgesamt geht diese Hinfahrt jetzt, glaube ich, nur 5 Minuten oder so. Oder 7 Minuten vielleicht, wenn es hinkommt. Wie gesagt, Tettau, wer es noch nicht kennt, ist in Bayern eine Ortschaft hier. Mit Bresig, Kronach, Sprechbrunner Teich, wo wir gerade losgefahren sind. Wir fahren jetzt nach Tettau Festhalle. Und die 35 ist hier auch immer. Wie soll ich sagen, wie so eine Ringlinie oder Stadtlinie, oder wie man das nennen möchte. Ja. Genau. Ja, wie gesagt, der Bus hier ist wieder aus dem Neo M1 Pack. Auch wieder alles kostenlos. Das Repaint ist hier Frankfurt Oder und da hat man das dann, dass man den Erdgasbus dann hat. Ansonsten hat man nur die Dieselbusse, die anderen Repaints. Und bei dem hat man halt mit dem Repaint. Den Erdgasbus dann genau. Ja. Da sehen wir noch mal was wie so ein Grenzturm oder was das sein soll. Müsste rechts auch irgendwo ein Plattenweg sein. Was da? Da war er noch ein bisschen. Ja, sonst ist das alles hier Landstraße. Wie gesagt, für die Strecke von Kronach nach Tettau Festhalle dauert auch, glaube ich, 40 Minuten. Auf jeden Fall ein ganz schönes Stück. Diese Verkehrsinsel muss ich nicht verstehen, warum die so komisch ist. Also ich fahre ja meistens eigentlich so drumherum. Passt eigentlich. Ja, und wir fahren am Wochenende übrigens, deswegen, das freut mich eigentlich, dass hier halt fast gar nichts los ist. Also es fährt halt gar kein Auto irgendwie lang. Oh, naja. So, jetzt fahren wir in Tettau rein, dann fahren wir wieder aus Tettau raus und dann wieder in Tettau rein. Ist auch sehr interessante Geschichte. So, Abfahrt. So, jetzt fahren wir die dritte Ausfahrt. Ja. Jetzt fahren wir nämlich zur Sattelgrundschule. Wie sie heißt. Da kann man im Prinzip aus Schulbus fahren. Von dort aus. Hier ist auch eine Haltestelle normalerweise. Da ist es keiner.
Ja, aber im Großen und Ganzen sieht die Karte eigentlich ganz nett aus. Ist auch keine gekauft, ist auch wieder alles außer um sie Webdisk, also die kennt man eigentlich. Da gibt es halt auch einmal eine alte Version und einmal das hier die 2.21er Version. Das ist jetzt die 2.21er Version. Und boah, schlaf nicht ein hier. Genau, wie gesagt, das Ganze ist natürlich kostenlos, ne? So, jetzt fahren wir nach links. So, da haben wir hier einmal die Schule. Haben wir auch übrigens die Euromat drinne. Bei dem mag es halt immer echt Blödsinn. Hier ein schönes Thumbnail machen. So, war schön. Ja, die Hucke sind ein bisschen arg heftig gemacht. Also da muss man echt wirklich langsam drüber fahren. Über links geht's zum Betriebshof. So, jetzt kommen nach vorne nochmal die Huckel. Also deswegen langsam drüber fahren. Bis jetzt die ganze Bude hier am Abheben ist. So, jetzt fahren wir nach vorne links rein und dann sind wir auch schon wieder in Tettau, also Richtung Tettau Festhalle. Und dann war es das auch schon mit dieser Hinfahrt. Oder mit der Linie vielmehr. Auch. Boah, ein bisschen schnell gewesen. So. Dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Abo da, einen Daumen nach oben, wer nicht hat. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss.